Das war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Tunnel rauskommen. Sehr gut. Super, Harry. Das ist Hogwarts. Versuch, den Wagen auf den Ländereien des Schlosses zu landen. Easy. Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto, Ron. Ich verliere die Kontrolle. Oh oh. Achtung, der Baum! Katsch, boom, peng. Der hat sogar einen Mund. Wie? Hilfe, ich komme nicht raus. Jetzt müssen wir gegen den Baum kämpfen. Harry, du musst näher an den Baum ran und deinen Zauberstab genau auf das richten, was aussieht wie ein Mund. Okay. Ist ja easy. Ja, nimm das. Wie können wir irgendwie ausweichen? Oder einfach nur bewegen? Au. Nee, der hat uns nicht getroffen. Sehr gut. Haben wir einen Frosch eingesammelt? Das wäre ja schlecht. Au. Ich höre aber hier rechts noch einen Frosch. Ja. Oh, ja, wir beeilen. Oh Gott, was? Au. Alter. Der spinnt. Komm her, Froschi. Au. Boah, die Druckwellen. Heilige Scheiße. Ja. Ja, ich bin doch dabei, Ron. Boah, nochmal ein Fröschchen hier. Ja. Au. Oh, Rage-Modus. Ah, nee, Ron ist frei. Schnell weg. Okay. Nächster Story-Abschnitt. Als Harry und Ron der peitschenden Weide entkommen konnten, hatte die Einführungsfeier natürlich längst begonnen. Aber natürlich. Sie lugten in die große Halle und beobachteten, wie der alte, sprechende Hut die neuen Schüler den einzelnen Häusern zuteilte. Harry erinnerte sich noch sehr gut daran, wie er vor einem Jahr den alten Hut übergestreift hatte. Ein paar schreckliche Sekunden lang hatte er befürchtet, der Hut würde ihn nach Slytherin stecken, zusammen mit Draco Malfoy. Nach Slytherin. Nicht Slytherin, nein? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor! Aber er war natürlich in Gryffindor gelandet, zusammen mit Ron und Hermine. Während sie die Auswahlzeremonie beobachteten, bemerkte Harry, dass mindestens einer der Lehrer am Tisch fehlte. Moment mal, wo ist Snape? Und dann hörte Harry hinter sich die Stimme, die er fürchten gelernt hatte. Professor Snape, der Lehrer, den Harry am wenigsten leiden konnte. Ich warte darauf zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid. Das war ja ein toller Start ins neue Schuljahr, dachte Harry, während sie Snape in sein Büro folgten. Ja, wunderbar. Dort angekommen, legte Snape sofort los und verwarnte sie für die Fahrt mit dem fliegenden Auto. Ihr geht sofort in den Gemeinschaftsraum, während ich über eine geeignete Strafe nachdenken werde. Okay. Hogwarts Unterschloss. Sieht auf jeden Fall schon... Obwohl... doch, sieht deutlich anders aus als im ersten Teil. Okay, aber ist ja nicht schlimm. Ich schätze mal, wird auch deutlich größer sein als im ersten Teil. Mal schauen. Fred und George müssen dieses Auto 5 oder 6 Mal geflogen haben und hatten nie einen Unfall. Tja. Ich dachte, wir würden von der Schule verwiesen. Komm, Ron, lass uns zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors gehen. Findest du den Weg? Keine Sorge, folg mir einfach. Easy, aber wir schauen uns erstmal um. Okay, da gibt es nicht viel zum Umschauen. Im ersten Teil hat uns ja direkt Dumbledore begrüßt. Ah, hier, seht ihr? Hier müssen wir erstmal in den Gemeinschaftsraum. Und dann wird wahrscheinlich Dumbledore nachher zu uns kommen, um uns die
Strafe mitzuteilen. Okay, pass auf, wir können von hier aus die Bohnen erreichen, aber tun wir uns nicht weh, wenn wir von hier aus springen. Oh Gott. Ah! Na klar, dass wir eine wieder verpassen. Dim, 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 dim. Ja, wir müssen gerade springen. So sieht doch gut aus. Zoom. Wunderbar. Ich bin gleich mal gespannt, wenn wir mit Fred und George das erste Mal sprechen, wie teuer da so Bildkarten sind. Und spätestens dann, glaub mir, froh sein, dass wir... Bin ich noch da? Ich lagge. Ich lagge, warum lagge ich so? Hallo, hallo, hallo? Jetzt geht's wieder, ne? Boah, das war ja mal super lag. Internet ist aber noch da. Uiuiui. Keine Ahnung, was da los war. Oh, zu weit gesprungen. So, was wollte ich sagen? Und zwar dann, spätestens dann, denkt an meine Worte, werden wir froh sein, so viel Zeit verbracht zu haben, damit die Bohnen zu sammeln. Duck, 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 duck. Okay, hier durch. Boah, keine Ahnung, was das gerade war. Harry Potter darf nicht in Hogwarts bleiben! Oha! Folgen die uns jetzt? Die schlagen nach uns! Muss einfach nur schnell genug sein. Aber wie schön, dass Ron wenigstens auf uns wartet. Das nenne ich einen echten Freund. Oh ja. Moment. Wir müssen im richtigen Moment springen, oder? Wir springen einfach direkt durch. So, und dann direkt weiterlaufen. Und tschuh, genau. Ach ja, wir hatten ja immer noch so Geheimgänge hinter Regalen, ne? Ja, aber die Regale waren viel flacher, wo es immer einen Dingsbums gab, hier einen Geheimgang. Wow. Wer bist du? Oh nein, Colin. Du bist es wirklich. Ich bin Colin Creevy. Ich bin auch in Gryffindor. Darf ich dich fotografieren? Machst du das schon die ganze Zeit? Ich weiß alles über dich. Wie du überlebt hast, als du weißt schon, wer dich umbringen wollte. Hast du wirklich diese Blitznarbe auf deiner Stirn? Es ist einfach klasse hier, oder? Weltklasse. Au! War nicht schnell genug. Wir brauchen einen Schokofrosch. Wir wollten doch nur die leckere Bohne haben. Nein, nicht hoch. Aber gut, da brauchen wir auch gar nichts drücken, weil das ist eh kein Geheimgang. So. Ein Auto direkt in die peitschende Weide zu fliegen. Davon werden die Leute noch in Jahren reden. Gut, ne? Grandiose Aktion. Dankeschön. Dankeschön. Ach, hier ist die Eingangshalle, ne? Wir gehen lieber in den Gemeinschaftsraum, bevor Snape uns entdeckt. Das hier ist neu, genau. Ne, hier kamen wir jetzt her zu den... Oh Gott, da wollte ich nicht rein. Das sah aber... Genau, das hier sah auch definitiv anders aus im ersten Teil. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das wirklich vom ersten Teil hier ist, dann müsste es nämlich... Verboten, verschlossen. Hier zum Dingsbums gehen, zur großen Halle, genau. Und links war es auch ein Porträtraum. Mal gucken, was in diesem Teil sich hinter der Tür befindet. Aber wir schauen einmal ganz kurz in der großen Halle, was wir da so machen können. Wahrscheinlich ein paar Bohnen sammeln, wahrscheinlich die Hauspunkte mal überprüfen und sowas, wo wir jetzt bis jetzt natürlich auch keine gesammelt haben. Ja, aber wir können auf jeden Fall mal die ganzen Bohnen sammeln. Die es hier gibt. So. Dann gucken wir einmal, ob wir die Hauspunkte überprüfen können, aber es sollte ja eigentlich noch gar kein Haus irgendwie überhaupt irgendwelche Punkte haben. Außer Slytherin hat bestimmt wieder 378.000. Nö, man kann die gar nicht, man kann die sogar gar nicht überprüfen, okay. Aber finde ich immer ganz schön, wie man so im Hintergrund so Geräuschpegel hört, von, als ob da ganz viele Leute wären, so gequassel und weiß ich nicht was. Aber der Raum ist im Spiel immer
Komplett leer. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So, okay. Und hier steht wahrscheinlich auch nur verboten, verschlossen. Zutritt verboten, verschlossen. Okay. So, dann war im ersten Teil rechts der Slytherin-Tour. Oh. Jetzt ist links der Slytherin-Turm und rechts geht es um Gryffindor. Warum ist denn hier zu? Wir wollen doch in den Gemeinschaftsraum. Im Ostflügel verschlossen. Aber die Wappen an der Wand bedeuten gar nichts so wirklich. Aha, aha, aha. Okay, wir merken aber jetzt schon, das Schloss an sich ist in dem Teil schon ordentlich größer als im ersten Teil. Also auf jeden Fall hier diese ersten Vorgänge und sowas. Aha, schaut mal hier. Hier ist ein Geheimgang hinter. Ja, okay. Hat sich in dem Teil also auch nicht groß geändert. Die dicken sind okay und die dünnen sind Geheimräume. Gut, ich meine, dass man nicht manuell speichern kann, ist auch nicht so schlimm. Wenn der ständig automatisch speichert, wenn man Räume wechselt, dann passt das ja auch. Huch, wo sind wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Okay. Da oben auch nochmal. Okay, Moment. Jawohl. Wenn das Hauspunkte gibt, alle Bücher runterholen. Aber sowas von. Aber das hier sollte ja eigentlich... Das ist ja ein Geheimraum. Das sollte jetzt eigentlich ja kein richtiger Raum sein, in dem man sein muss, sondern in dem es eigentlich Bonus gibt, oder? Was ist denn, wenn wir hier runter... Okay, wir kommen auf jeden Fall wieder rauf. Das ist schon mal gut. Müssen nochmal auf jeden Fall die Decke beobachten. Flatterte da jetzt noch ein Buch? Glaube nicht, okay. Ja, die Bohnen daher nehmen wir gleich auf dem Rückweg wieder ein, weil man hier eigentlich auf jeden Fall zurück muss. Hier dürften es nur Sammelsachen geben und dann sollte man eigentlich wieder zurück müssen. So, gegen so ein paar Schokofrösche hätte ich jetzt auch mal nichts. Wir haben... Oh, nur fast die Hälfte an Leben. Peitschende Weide hat uns ganz schön zugesetzt. Jawohl. Bohnen gibt es hier auf jeden Fall reichlich. Ui. Ah, da ist eine Bildkarte. Dum, dum. Kann man damit irgendwas machen? Die haben irgendwie komisch geleuchtet, ne? Okay, Moment. Irgendwie leuchten die komisch. Vielleicht ja nochmal irgendwann später, wenn man irgendwie Verwandlungen oder sowas gelernt hat, kann man die in echte Vögel verwandeln und bekommt dadurch Hauspunkte. Bertie Butt. Bertie Butt. Bertie Butt. Felix Summerby. Bertie Butt. Erfinder der Bertie Butts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Oh, die hat die Bohnen erfunden. Ein Hoch auf Bertie Butt. Okay. Jo, und hier geht's den Weg jetzt zurück. Aber dann bin ich mal gespannt, ob es später irgendwas noch mit den Statuen hier zu tun gibt. Die sind schon sehr auffällig da. Wie haben wir die Bohnen nicht mitgenommen? Das ist doch der Weg zurück. Aber sowas von. Na gut. Die spawnen nach, oder was? Huch. Ist ja merkwürdig.
Hä? Okay, die sind auf jeden Fall neu gespawnt hier. Vielleicht, weil wir die Statue noch angeschossen haben. Vielleicht sind deswegen die Bohnen hier gespawnt. I don't know. Okay, gehen wir jetzt erstmal zurück Richtung Gemeinschaftsraum. Wenn wir nicht unterwegs noch irgendwas Spannendes, Aufregendes finden. Bam, 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 badadam. Bam, bam, bada, bam, bam. Ach, Colin. Okay, Moment. Wir sammeln alle Bohnen ein. Einmal hier rüber. Jawohl. Ich würde Colin nicht nochmal ansprechen wollen. Nein, ey, hör auf, Fotos zu machen hier. Wie zum Büro. Hä? Wir wollen doch zum Gemeinschaftsraum, oder nicht? Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Da ist Lockharts Büro. Wie kriegt der bloß seinen aufgeblasenen Kopf durch die Tür? Hä, ich dachte, wir wollten... Ich dachte, wir wollten... den Gemeinschaftsraum. Naja, schauen wir mal. Dum 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 dum. Okay. Dieser Weg schaut aber ganz so aus, als ob man einmal so im Kreis abläuft und dann am Anfang wieder endet. Was dann für sich ja eigentlich ganz nice ist. Wie man sich Bonusräume so vorstellt. Einfach nur herrlich. Diesmal sehe ich aber keine Bücher, die hier rumfliegen, wo man sich ein paar Hauspunkte dazu verdienen könnte. Nö. Wir kommen hier noch gar nicht lang. Wir müssen wieder zurück. Wir kennen den passenden Zauber dazu noch gar nicht, obwohl wir den eigentlich ja gelernt haben im ersten Teil, aber... Oder? Vivendo. Ne, das müssen wir uns dann mal merken. Vivendo. Ne, kümmern nicht. Okay. Ja, das war der Verdimilius oder so? Oder diesen Aufdeckungszauber? Naja. Auf jeden Fall ist der Raum dann hier nochmal für später gedacht. Hoffentlich vergessen wir das auch nicht. Ich meine, wie gesagt, wir machen das wieder so wie im ersten Teil. Ne? Wir nehmen das mit, was wir mitnehmen können, woran wir denken. Aber wir machen jetzt nicht auf Krampf 100%. Denken wir später dran, ist gut. Denken wir nicht dran, ist es halt eben so. Dum, 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 du, du, dum. Hier ist das Büro oder was? Ach ja, okay. Wir müssen, aber was für einen weiten Weg wir diesmal zum Gemeinschaftsraum haben, ne? Im ersten Teil war ja Eingangshalle, also so Eingangsbereich, Treppen hoch links, durch die Tür und dann war ja schon das Porträt direkt da. Aha, was ist jetzt hier noch? Aber überprüfen tun wir natürlich trotzdem alle Geheimräume. Hallo, Filu. Hallo, Filu. Filu, Filu. Verschlossen. Warum klingt das hier so gefährlich? Verschlossen. Komm. Hier, komm, Filu. Komm. Filu, komm ab. Kannst auch zugucken, komm. Ja. Da ist der Filu. Der möchte auch zugucken. Und dabei gekuschelt werden. Oder oben. Ui, wie kommen wir denn da hin?
Boah, das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt müssen wir einmal hier zurück. Um hier die Bohnen mitzunehmen.